Hallo und herzlich willkommen zum, ich wollte fast sagen, diesjährigen, denn so oft mache ich das nicht mehr, also zum aktuellen Frühlingshaften. Da ist auch ein bisschen was von Rossmann mit dabei, aber los geht's. Also, ich muss erstmal wieder kurz sortieren, was hier eigentlich was ist. Und dann muss ich auch sagen, dass ich ein paar von den Sachen schon ausprobiert habe. Das heißt, zu denen kann ich dann schon was sagen. Und dann gibt es auch einige Sachen, die sind für mich auch neu. Also das wird dann für mich auch eine Überraschung. Ah ja, das hatte ich noch ganz vergessen. Dieser DM und Rossmann Haul hat nämlich schon vor einer ganzen Weile stattgefunden. Ja, ich habe das hier einfach aufbewahrt, bis es dann so richtig frühlingsmäßig war und ich dachte, okay, jetzt lohnt sich's loszulegen. Und außerdem wollte ich, wie gesagt, auch ein paar Sachen gleich ausprobieren. Das heißt, ein bisschen ist das jetzt hier für mich auch wieder eine Überraschung, das alles auszupacken und zu sehen, was hatte ich mir da eigentlich alles gegönnt. Also, los geht's. Ah, was ich damit meine, es ist schon eine Weile her. Ist das hier? Schaut mal. Ich hatte Ostereierfarben gekauft. Haben wir nicht gemacht. Habe ich vergessen. Aber sowas wird ja zum Glück nicht schlecht. Und sowas muss man rechtzeitig kaufen, denn ich wollte das schon mal machen und dann war das alles ausverkauft. Deswegen hatte ich da rechtzeitig zugeschlagen. Habe es dann aber vergessen. Okay. Ich habe hier auch sogar einen Kassenbon. Wie viel hatte das denn damals gekostet? 66 Euro. Okay, alles klar. Wie gesagt, ich habe da drüben noch was von Rossmann. Das ist aber sowas wie Rasierklingen. Und eine Zahnbürste und so. Also, ihr werdet auch gleich sehen, ich habe jetzt hier zum Beispiel kein Duschgel und keine Bodylotion und so, also solche Standardsachen, kein Deo, weil ich da immer von meinen Vorräten zehre. Also, wenn ihr wissen wollt, was ich da benutze, ich wechsle das immer so nach Jahreszeiten um, dann schaut einfach mal hier oben in dieses Video. Ich verlinke das auch nochmal in der Infobox, wo ich das letzte Mal Getting My Shit Together gemacht habe. Und ich muss auch sagen, seitdem gab es keine Videos mehr aus der Reihe, weil, naja, wir haben unseren Shit jetzt endlich together. Also, Das heißt, im Bad sieht es nach wie vor noch gut aus. Die neuen Aufbewahrungsmethoden haben sich als gut erwiesen und haben sich bewährt. Und es ist alles wirklich weniger unordentlich. Und deswegen ist da zurzeit nicht so viel auszumisten. Aber ich räume ja zurzeit auch so ein bisschen um, was Make-up und so angeht. Das dürfte das nächste Video sein. Da gibt es eine nächste Ausgabe davon. Und irgendwann wird dann auch im Bad mal wieder ein bisschen was aussortiert, spätestens im Herbst. Aber heute wenden wir uns jetzt erstmal den Sachen zu, die so neu reingekommen sind. Wir fangen mal vielleicht mit den Haushaltssachen an. Ich finde, die sind aber diesmal auch etwas spannend, denn schaut mal, ich habe hier so schöne Sachen mit Duft, die passend zur Jahreszeit sind. Also das hier wollte ich. Das hatte ich mir extra ausgesucht. Weil ich fand, salzige Meeresbrise als Raumduft klang verdammt gut. Und wir hatten schon öfter solche, naja, wie soll ich sagen, Gläschen mit so Rattanstäbchen. Ich hoffe, dass das lecker ist. Also nicht lecker, sondern halt gut duftend. Naja, und da bin ich dann Opfer des Aufstellers geworden. Also das stand einfach da. Und ich muss sagen, dass duftende Trockenblumen Frühling in Marrakesch jetzt nicht das waren, was mich daran angesprochen hat, sondern ich dachte, das wäre einfach gut als Hintergrund. Das heißt, ich kann das jetzt auspacken, kann das dann da hinstellen, weil ich glaube, so sommerlich, ne, ist das doch auch mit so ein bisschen Türkis und ich habe ja dann im Hintergrund auch immer so mintfarbene Kissen. Dann passt das bestimmt super gut dazu. Wonach soll das denn riechen? Nach exotischen Blüten, süßen Aprikosen und Sandelholz. Wir können jetzt mal dran riechen, oder? Also wie gesagt, bei DM vor Ort konnte ich ja auch nicht dran riechen, weil Maske und so, ne? Bin mal gespannt. Also, naja. Wie riecht denn das? Erst dachte ich so, Gästeklo oder wenn man in der Gaststätte mal auf die Toilette muss. Aber jetzt denke ich, Ökoladen. Ökoladen. Wenn ihr so in so Läden seid, die so ein bisschen Esoterikartikel anbieten und so, so riecht das. Da haben die oft so Räucherstäbchen aufgestellt. Ist wahrscheinlich das Sandelholz. Ja, also nicht schlecht, aber jetzt für mich nicht unbedingt sommerlich oder so. Tada! Darauf freue ich mich super doll. Also, ich weiß schon, dass diese Duftkerze hier in der Variante Exotic Tropical Blossoms total gut riecht.
Also wir haben die jetzt schon im Bad. Ich habe schon eine andere von denen alle gemacht. Das war was mit Berry-Duft. Das hier riecht eigentlich, naja, ein bisschen nach Kokos. Also wenn ihr Kokos nicht mögt, wäre das nicht für euch. Und halt so ein bisschen tropisch, aber irgendwie halt wie so Tropifrutti. Voll gut, finde ich. Und das hier, Leute. Ihr wisst ja, ich stehe total auf Wassermelone. Und ich finde, das riecht jetzt auch tatsächlich angenehm. So richtig Wassermelonduft nachmachen, finde ich, sehr schwer. Weil, naja, sagen wir mal ehrlich, so eine Wassermelone ist eher so ein bisschen geruchsarm, um nicht zu sagen geruchsneutral. Die riecht ja eher so ein bisschen frisch, so wie nass. So wie was zu trinken. Naja, egal. Die versuchen das dann oft wahrscheinlich irgendwie mit was nachzubauen, was eigentlich nicht Wassermelone ist. Aber die riecht ganz okay, muss ich sagen. Und ich bin guter Dinge. Also wenn es dann so richtig warm sein sollte, dann kommt die hier raus. Was mit Duften haben wir nicht mehr, aber was ich zum Beispiel immer auch mitnehme, wenn wir bei DM sind, bei Rossmann auch, aber ich finde, bei DM gibt es oft schönere Varianten, sind tatsächlich Servietten. Ich habe mich jetzt diesmal für die hier entschieden, weil ich finde, das ist so ein bisschen Frühling und Sommer schon. Ich lege die super gerne als Platzdeckchenersatz auf den Tisch. Sieht total nett aus. Man kann die Küche damit so ein bisschen dekorieren, immer wieder neu. Und gleichzeitig ist es funktional und die Plätze bleiben sauber. Genau, deswegen habe ich immer welche passend zur Jahreszeit. Und dann noch was ich wirklich neu gekauft habe. Schaut mal, die DM-Fee hat mir das netterweise ein bisschen eingepackt. Das ist eigentlich, ich glaube, ein... Leute, da steht Mundbecher. Also ein Becher für meinen Mund, ich weiß es nicht. Und ich fand, es war total hübsch. Guck mal, ich bin noch hier so Ton in Ton angezogen. Ich habe mir vorgestellt, dass ich mir das dann hier zum Beispiel hinstelle. Eventuell dann auch damit. Und dass man einfach so Deko reinmacht und dass das bestimmt total schön aussieht. Also von den Farben her. Also ich finde, man kann solche kleinen Einrichtungsgegenstände, zum Beispiel eben fürs Bad oder eben auch hier so Deko, wirklich gut bei Profissimo, ja, also bei der DM Eigenmarke kaufen. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Was ist Pflege? Also, ich habe einmal was für die Haare und das habe ich schon ein paar Mal ausprobiert. Das ist halt so eine neue Sprühkur von L'Oréal. Die habe ich, glaube ich, sogar in der Werbung gesehen und bin voll angefixt worden, weil das war irgendwas mit Feuchtigkeit und Hyaluron und so. Naja, ihr wisst ja, ich brauche immer was mit so Leave-In und so. Ich habe das heute auch drin, aber nicht nur. Und ich muss sagen, es ist leider nichts für mich. Ja, also das ist für meinen Haartyp einfach viel zu wenig pflegend, aber es riecht so lecker. Also Leute, wenn ihr einfach sowas sucht, was gut riecht, also so wie nach dem Friseur und ihr wollt noch ein Haarparfum, dann wäre das hier was. Weil es riecht wirklich, wirklich gut. Und wenn ihr dann noch vielleicht die richtige Haarstruktur habt, also meist sowas mit nicht beschwerend, mehr Feuchtigkeit und so. Das ist meist eher was für so feine Haare, die auch nicht stark geschädigt sind, halt so ein bisschen trocken. Naja, ich werde es alle machen, aber dann werde ich es auf keinen Fall nachkaufen. Ganz anders sieht es mit den folgenden Produkten aus, denn diese ganzen Hautpflegeprodukte kenne ich bis auf eines schon und finde sie alle gut. Also, ich habe zum Beispiel nachgekauft von Balea diese Beauty Hyaluron Augengelpads. Ich habe jetzt ein paar ausprobiert. Zum Beispiel auch welche von Zoeva, die relativ teuer sind. Also das amortisiert sich natürlich und man kauft die dann in einem großen Pott und dann hat man ganz, ganz viele. Aber ich muss sagen, ich finde die halt nicht so gut. Also alle Augengelpads, die ich bisher gekauft hatte, außer denen hier, die sind immer gerutscht. Also ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich sie drauf habe und dann rutschen sie mir runter. Manchmal war es auch so, dass ich manche nicht so gut vertragen habe und meine Haut danach so ein bisschen gerötet war und so. Naja, und das sind die einzigen. Die sind zwar teuer und einzeln verpackt und so, aber das sind halt die einzigen, die ich gut finde. Ich habe aber auch gedacht, wir geben Isana nochmal eine Chance, weil ich habe ja zum Beispiel auch Tuchmasken von denen, die ich echt gut finde. Und deswegen habe ich es jetzt hier nochmal mit den Hydro Booster Augenpads versucht. Ist parfümfrei, Inhaltsstoffe sahen gut aus. Wie viele drin? Sagt es mir. 6-mal. Ich glaube, die waren ein bisschen billiger als die von Balea. Wir werden sehen. Mache ich super gerne. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video gezeigt, wie ich das mache. Kann ich mal verlinken. So, und ebenfalls ein Langzeitliebling ist natürlich von Balea der Beauty Effect Hyaluronsäure Booster. Ja, mit Duo Hyaluronsäure. Sag das mal schnell. Diesmal ist das sogar
Dreifachkonzentrat. Also, die haben den ein bisschen neu verpackt und ich hatte schon totale Angst, ja, dass mein geliebtes Hyaluronsäuregel plötzlich irgendwie anders ist oder so. Aber nein, zum Glück nicht. Es ist alles identisch. Inhaltsstoffe haben sich nicht verändert. Die haben bloß versucht, den jetzt irgendwie, keine Ahnung, einmal irgendwie außen so ein bisschen neu zu machen. Also, alter Wein in neuen Schläuchen, aber ist mir egal. Solange der alte Wein da ist, brauche ich immer, habe ich immer auf Halde, eben jetzt neu verpackt. Und sehr ähnlich sieht es mit diesen zwei Sonnencremes aus. Also, beide hatte ich schon mal. Einmal was von Balea. Und einmal was von Pediprotect. Ich glaube zumindest, dass ich die hier schon mal hatte, oder? Also wir hatten von Pediprotect zwei Varianten. Eine fanden wir nicht so gut, die war für uns zu trocken und ich glaube, die war ganz gut. Die ist so ein bisschen speckig. Hier steht was von neuer Rezeptur. Inhaltsstoffe sind immer noch in Ordnung, genau wie hier. Hier wurde auch gemunkelt, dass irgendwie mal die Inhaltsstoffe verändert worden sind. Wir brauchen halt regelmäßig neue Sonnencreme. Genau. Ich kaufe sowas sonst auch gerne in der Online-Apotheke. Also ich bin da irgendwie mittlerweile so ein bisschen bei Avène hängen geblieben. Aber ich habe auch gesehen, es gibt mittlerweile irgendwie tolle neue Produkte, was da alles jetzt so rausgebracht wurde. Teilweise auch gleich getönt. Also dann muss man sich nicht so richtig mit Foundation und so schminken. Aber die hier für so jeden Tag finden wir auf jeden Fall gut. So, und was wartet jetzt noch auf uns? Tada-da! Die verbotenen Köstlichkeiten, wollte ich sagen. Ja, naja. Alles, was ich eigentlich nicht mehr kaufen sollte, wollte und werde. Ich habe ein paar Rechtfertigungen anzubieten für diesen kleinen Haufen an Make-up, der sich jetzt hier noch drin findet. Also, wir fangen mal mit den erlaubten Nachkäufen an, sozusagen. Wer den Blog liest, der hat vielleicht mitbekommen, dass ich in letzter Zeit einmal so eine Zusammenstellung von meinen ganzen BB-Creams gemacht habe. Ich trage zurzeit gerne BB-Creams. Ist nicht so leicht, was Gutes zu bekommen, finde ich. Entweder stimmt die Zusammensetzung nicht oder die Farbe ist nicht hell genug und so. Und ich habe eigentlich nur noch eine Foundation. Naja. Und deswegen bin ich immer wieder so auf der Suche, um die BB-Creams, die ich jetzt habe, die teilweise nicht mehr hergestellt werden und so, langfristig mal zu ersetzen. Und da habe ich mir gleich ein paar Sachen ausgesucht. Denn ich war bei Rossmann und auch mal bei DM, genau, und hatte geguckt. Also, ich hatte mir zum Beispiel die neue angesehen. Von Essence. War nichts, was die Farben anging. Die neue von Catrice hatte ich gleich ausgeschlossen. Die ist online nicht so gut weggekommen, also was so die Textur angeht. Dann habe ich mir noch eine neue von Manhattan angesehen. Dann auch noch dieses echt gehypte Hyaluronsäuren-Make-up, was es jetzt von Rival de Loop gibt. Und was von Max Factor, genau. Max Factor sah am besten aus, rein farblich. Inhaltsstoffe wieder, ach man, warum diese ganzen Duftstoffe, ja. Also es war nicht so richtig was für mich dabei, bis auf diese drei Kandidaten. Also, dieses Make-up habt ihr schon gesehen in meinem letzten Style and Talk. Und naja, da habt ihr schon mitbekommen, also es ist gut hell und es ist reizsam formuliert, aber es ist viel zu trocken für mich. Obwohl da drauf steht, Hydrating? Also ich weiß ja nicht, wer davon hydratisiert werden soll, aber also für mich Trockenpflaume ist das viel zu wenig Feuchtigkeit spendend. Und vielleicht gefällt mir das ja im Sommer, weil da krieg sogar ich so ganz leicht, ach nee, da bin ich ja dann doch ein bisschen gebräunt. Vielleicht kann ich es mischen mit so dunkler Foundation? Naja, mal sehen. Das hier habe ich noch nicht ausprobiert und zwar wurde das ausgelistet. Also es gibt jetzt eine neue Variante davon, die aber auch anders aussieht und ein bisschen anders verpackt ist. Also man kann das nicht verwechseln. Und ich habe jetzt aber noch diese Variante schnell mitgenommen und zwar, weil die gut auch mal online besprochen wurde. Also damals, als sie rausgekommen ist von Nivea. Seltsam, dass Nivea tatsächlich mal was rausgebracht hat, was nicht mit diesem typischen Nivea-Duft beduftet ist, also reizarm formuliert. Und wie gesagt, wurde gut besprochen, die Inhaltsstoffe sehen ganz okay aus. Es soll eine eher, wie soll ich sagen, wahrscheinlich leichte Deckkraft sein. Also ich hoffe, dass es sowas ist wie so ein Tinted Moisturizer. Und ich bin total gespannt. Also ich hatte gelesen, dass sich irgendeine Dame online aufgeregt hatte. Das ist ja viel zu hell. Und ich dachte, yes, okay, dann ist das vielleicht was für mich.
Und das hier könnte zu dunkel sein, aber ich mag ja eigentlich so Kuschenzeug. Und ich finde es super gut, wenn auch so Eigenmarken sowas rausbringen. Also das hat hier knallhart einfach Isana kopiert, weil es gibt von Nivea auch so ein Kuschending. Kostet nur die Hälfte davon und ist tatsächlich von der Zusammensetzung besser als das von Nivea. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Ist in der Variante 01 hell? Ich habe da schon mal reingedatscht und ich kann sagen, also hell ist was anderes. Aber das könnte dann mein neues Sommer-Make-up sein. Also wenn sogar ich ganz leicht gebräunt bin im Dekolleté, ja, damit das Gesicht dazu passt. Und ich bin wirklich schon super doll gespannt. Und jetzt kommen die Sachen, für die es eigentlich keine Rechtfertigung gibt. Also als allererstes eine super große Empfehlung, wenn es die noch geben sollte. Ein wunderschöner neuer Essie-Nagellack, kann man hier nicht so gut erkennen. Das war aus dieser Frühlings-LE Stretch Your Wings. Habe ich im Urlaub auf Rügen 4 Tage hintereinander getragen, bevor mir was abgeplatzt ist. Also Qualität super gut. Und es ist tatsächlich so ein sehr besonderer rosa Fliederton. Ganz, ganz hell und deckt gut, hält gut, wenn ihr den noch bekommt. Aber der ist wirklich, wirklich schön. Und dann hatte ich aber auch noch die andere Farbe gekauft. Leute, es gibt dann noch so einen Türkiston aus der LE. Den habe ich auch gekauft. Den wollte ich hier mit reinlegen als schlechtes Beispiel. Also nicht qualitativ, ist wieder ganz toll. Aber warum der in der Frühlings-LE ist, der ist so ein bisschen so, naja, angegraut gewesen. So ein bisschen wie so Brackwasser. Also nicht schön, nicht frisch. Also nicht so wie das hier, ne? Naja, ich wusste wahrscheinlich unterbewusst, warum ich vergessen habe, ihn hier wieder reinzulegen. Aber der ist es nicht mal wert, gezeigt zu werden, würde ich sagen. Dann habe ich noch was Besonderes, wo ich mich wirklich zusammengerissen habe, nicht noch mehr einzupacken. Also, ich mache es ja eigentlich nicht so gerne mit so Schwämmchen von Real Techniques. Allerdings ist das hier etwas, was ich noch nicht habe und wo ich immer scharf drauf war, denn ich mache es sonst sehr gerne insgesamt mit Schwämmchen, was so die ganze Tarngrundierung angeht und mit Puder und trockener Haut, naja, ich hab halt Pinsel, aber so richtig doll ist es nicht. Und das hier ist jetzt extra so ein Schwämmchen, was eben für den Puderauftrag ist. Und naja, es gab es vor Ort bei Rossmann, das lief mir quasi über den Weg. Es war rosa, es ist flauschig und vielleicht revolutioniert das jetzt so ein bisschen meinen Puderauftrag und ich sehe danach nicht mehr so staubig aus, wenn ich Puder aufgetragen habe. Also darauf setze ich auch sehr, sehr große Hoffnung. Dann noch ein erlaubter Nachkauf bzw. Neukauf, denn meine geliebte Rivalde Loop Young Eyeshadow Base ist für immer von uns gegangen. Paar Backups, zwei glaube ich, und sind beide schlecht gewesen. Schade, schade, ja. Ich habe mir jetzt diese Eyeshadow Base von Rival Loves Me, die Nachfolgemarke von Rivalde Loop Young, gekauft. Die Inhaltsstoffe sind ein ganz klein bisschen anders, aber das ist wieder so eine silikonige Base. Schon so mufft, wie meine alte, die abgelaufen war? Leute. Moment. War meine alte noch gut? Hat die vielleicht immer gestunken? Und ich habe da bloß nie dran gerochen? Oh! Habe ich die goldene Eyeshadow Base umsonst weggeworfen? Okay, naja, gut. Aber ich brauche sowas, ja. Ich habe zurzeit nur getönte Eyeshadow Base und ich brauche auch mal was Durchsichtiges und die war eigentlich immer top. Und also ich hoffe ja nicht, dass Rivalde Loop so eines ihrer tollsten Produkte irgendwie verschlimmbessert hat. Also, ne, wir drücken die Daumen. Dann etwas, was ich auch schon ausprobiert habe und naja, da hatte eindeutig der Frühling mich gepackt, muss ich sagen. Dass ich nochmal hier bei diesen Cremetöpfchen von L'Oreal aus dieser Age Perfect Reihe zugeschlagen habe. Die Farbe 02 Opal Pink ist dann meine zweite. Ich besitze ja schon so einen, naja, wie soll ich sagen, Taubton. Dazu gibt es auch ein Video, könnt ihr euch mal angucken. Und irgendjemand hatte gesagt, dass sich die beiden zusammen gut machen. Oh ja, man sollte kein Instagram schauen, man sollte eigentlich keine Blogs lesen und so, dann wird man immer angefixt mit irgendwas. Ich habe das bereits ausprobiert und ich muss sagen, was mir gut daran gefällt, ist, dass diese Farbe tatsächlich ein bisschen das ist, was Pink Gold von Maybelline von den Color Tattoos immer versprochen hat. Denn Pink Gold von Maybelline ist gar nicht Gold, sondern Silver.
Und das hier ist tatsächlich ein bisschen Gold. Also ein bisschen wie das, was Charlotte Tilbury immer für, keine Ahnung, unverschämte 35 Euro oder so verkauft. Aber das ist es wirklich, so ein bisschen Rose Gold. Also, wenn ihr auch auf sowas steht, ja, grüne oder blaue Augen habt und gerne noch ein bisschen was Rosiges auf dem Auge tragt, schaut euch das mal an. Ich weiß es wieder. Jetzt, wo ich das sage, meine Tipps dazu. Leute, ich hatte das damals vor allem gekauft, nachdem ich dieses Video über Cosline-Make-up gemacht hatte und die ja immer mit ihrem einen Lidschattenstifter auf dem Auge rumgefuhrwerkt haben und ich gedacht habe, okay, also man könnte das eventuell mit so einem Ton hier machen und dann so einen Lidstrich verwischen und so. Deswegen habe ich das gekauft und ja, das wäre eine gute Alternative. Und dann gibt es noch zwei Produkte, die also für die ich jetzt wirklich keine Rechtfertigung mehr finde. Eine neue Mascara. Ja, weil, ne, ich benutze ja zurzeit nur noch meine Lieblingsmascara von Max Factor, weil alle anderen sind von mir gegangen quasi. Und manchmal habe sogar ich das Gefühl, ich brauche mal eine Abwechslung. Kennt ihr das? Also, dass man so früh denkt, ich brauche jetzt mal was anderes, was Neues, nicht immer dasselbe und das soll es sein. Ich habe hier also von Catrice eine neue Pure Volume Mascara gekauft. Anscheinend super gut besprochen wurde. Also Cindy Jane zum Beispiel hat ein Video dazu gemacht und die meinte, die ist toll. Also die hat auch klasse Wimpern von der bekommen, muss ich sagen. Und deswegen bin ich jetzt guter Dinge. Also eigentlich mag ich ja Catrice Mascara nicht. Ach, total bescheuert, dann Catrice Mascara zu kaufen. Aber das Bürstchen sah vielversprechend aus und ja, ich freue mich drauf, die auszuprobieren. Und dann etwas, was ein bisschen wie ein halb erlaubter Nachkauf ist. Also, als nächstes ist das große Ausmisten bei meinen Lippenstiften dran. Also hier in der großen Schublade, nicht vorne im Bart, das habt ihr schon gesehen. Und ich weiß, dass ich so einen Lieblingslippenstift habe für den Frühsommer von L'Oréal. Und zwar heißt der Fraise Sucrée, ja, also gezuckerte Erdbeere. Der ist super, super alt. Der war aus dieser Shine Delicieux-Reihe und er riecht noch gut, aber naja, also vielleicht nicht bis zum Ende meiner Tage, ja. Und irgendwann hatte ich mal mitbekommen, dass die Nuance. Rosengrinner aus der Colorish-Reihe farblich ziemlich nah daran kommt. Also, ich hoffe, ich habe mich da richtig erinnert. Ich habe die noch nicht nebeneinander geswatcht. Aber jetzt muss ich ihn erstmal öffnen, ohne mir jetzt hier meinen frisch lackierten Nagel. Geht's? Wird es denn hier? Was mich an den Colorish-Lippenstift mittlerweile auch ein bisschen abschreckt, ist, dass die ja wirklich ganz schön muttimäßig duften. Ne? Also da könnte sich mal was überlegen. Vor allem, also mal den Duft zu verändern, ist ja nicht das Problem. Man könnte ja vielleicht sagen, man behält den Duft und macht ihn etwas leichter. Aber warum geht das hier nicht ab? Okay, ich ziehe es. Haha! Guckt mal. Ne? Einfach Brutalinski hat gewonnen. Das ist einfach so ein sehr schöner, rosiger, naja, Erdbeerton, würde ich sagen. Ja, es riecht ein bisschen, wie so Kinderspielzeug früher gerochen hat. Ah ja, es riecht halt so ein bisschen nach Plastik, ne? Aber ich bin guter Dinge, dass das sozusagen mein Backup ist für meinen schönen Lieblingslippenstift, obwohl ich ja sowas nicht mehr machen will. Ich finde aber, ich habe mich relativ gut zusammengerissen, denn ihr wisst gar nicht, was ich eigentlich alles kaufen wollte, wo ich mich immer wieder jetzt schon zusammengerissen habe. Ihr habt es im letzten Blogpost gesehen, ja? Wo ich drüber gesprochen hatte, was eigentlich mir Kati alles so antun wollte und was ich ihr so nachkaufen wollte und so. In der Hinsicht, muss ich sagen, ist das für den quasi jährlichen DM-Haul gar nicht so schlecht. Es kann sein, dass ich in diesem Sommer noch mal irgendwas kaufe oder dann auch im Herbst. Also ich gehe jetzt auch besonders seit der Pandemie wirklich extrem selten jetzt noch irgendwie vor Ort einkaufen und stöbern. Und ich muss sagen, ja, das Jahr No-Buy hat auch wirklich geholfen, dass ich da nicht mehr so blindlings zuschlage, muss ich sagen. Und jetzt kann ich die Sachen endlich alle wegräumen, weg aus der Tüte und an den Ort, an dem sie hingehören. Ausprobieren werde ich einen Teil davon bestimmt im nächsten Schminky-Talk. Der kommt dann im Juni und vielleicht sehen wir uns ja dort wieder. Und bis dahin, alles Gute. Bye. Das Kissen hier ist so ein bisschen unordentlich, ne? So ist besser.
vielleicht jetzt ein Thumbnail, wo ich noch gut aussehe. Dann mal sehen, wenn ich nicht mal irgendein Standbild habe. Schauen wir mal, sieht so dunkel aus hier, ne? Wir haben letztes Mal die Stehlampchen gehabt, ne? Oh Gott. Und genau sowas habe ich vor. Also nicht Ökoladen, sondern wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin in so einem Laden. Oh, wir hatten da mal einen ganz früher, bin ich mit meiner Schwester hingegangen. Wie hieß der denn? Stoffwechsel? Ich glaube, ich habe immer gesagt, Stofffetzen. Naja, ganz ehrlich, die Sachen, die da angeboten wurden, die waren vom Schick auch eher so in die Richtung. Ich muss dran mich erinnern, dass ich bei den Nahaufnahmen dann fancy die Preise dazu schreibe. Also ich darf hier den Kassenbon auf keinen Fall wegkommen. So ein bisschen fail. Googelt My Swatches im Internet, weil hier erkennt man nichts. Darin setze ich große Hoffnung? Oder darauf? Naja, wie fühlen wir es dann im Schnitt ein? Und jetzt bleibt mir bloß noch, die Sachen dann